Hallo zusammen und willkommen zum Teil 3 der Arduino Programmierreihe und heute geht's mit Funktionen weiter. Wir nehmen wieder das Skript vom letzten Mal. Ich hatte noch einen kleinen Denkfehler gemacht, das will ich euch nochmal kurz erzählen, und zwar das Rücksetzen dieser Blinker-Millis-Variable. Das war, wenn dieses Unsigned Long überläuft. Da habe ich einen kleinen Denkfehler gemacht und da hat mich ein Zuschauer darauf hingewiesen, man muss die gar nicht, die Blinker-Millis, auf 0 zurücksetzen. Da, wenn man eine Unsigned-Variable subtrahiert, dass die in Minusbereich gehen würde, kann sie aber nicht, weil sie unsigned ist, fängt sie wieder ganz oben an und geht ihren entsprechenden Wert zurück. Also relativiert sich das. Also kann man diesen Bereich auch weglassen. Ist in dem Fall egal. Nur mal so zur Info. So, heute werden wir mal diesen ganzen Kram hier in der Loop-Funktion in eigene Funktionen packen. Also so ein Arduino-Programm besteht ja eigentlich nur aus Funktionen. Setup ist eine Funktion, Loop ist eine Funktion. Und wir können Teile aus dem Loop nehmen und in eine eigene Funktion packen. Ich zeige das mal. Und zwar gehen wir hier unter den Loop, also unter die schließende Klammer vom Loop. Und ja, jetzt können wir auch langsam mal anfangen mit Kommentieren, damit man selber nachher nochmal weiß, was das alles war. Hier so ein paar Sterne. Und hier können wir dann Funktionen reinschreiben. So, natürlich nicht mittig, aber ist egal. Kurz kopieren, einfügen. Das ist nur zur Info, weiß ich, ab hier kommen Funktionen. Machen wir als erstes die Funktion des Blinkers. Das wäre ja dieser Bereich. Also Zeile 21 bis Zeile 29 wollen wir aus dem Loop rausnehmen. Und das machen wir jetzt auch mal. Funktionen, oder die Funktion, die ich euch jetzt erkläre, die werden immer mit dem Wort Void gestartet. Und wir nennen die Funktion mal LED-Blinker. Klammer auf, Klammer zu und geschwungene Klammer auf. Enter. Das ist eine Funktion. Natürlich nichts drin, aber das ändern wir jetzt. Jetzt kopieren wir diesen Bereich hier unten rein. Könnt ihr sehen, ne? Natürlich jetzt auch diesen Bereich rauslöschen. So, jetzt ist hier die Funktion LED-Blinker, eben eine Kopie von dem, was oben stand, oben rausgelöscht. Und jetzt können wir hier ganz einfach reinschreiben, anstatt das, was da stand, LED-Blinker. Klammer auf, Klammer zu und Semikolon. Jetzt läuft der Loop wie folgt ab. Er liest erst den Button oder den Digital-Input-Pin 2 aus. Dann trifft er auf die Funktion LED-Blinker. Also es wird jetzt gesagt, die soll sie jetzt ausführen. Er springt hier runter, führt das aus und springt wieder hoch und macht ab hier weiter. Nehmen wir als nächstes die Relais-Funktion. Das wäre der Bereich von Zeile 38 bis Zeile 48. Machen wir wieder eine Funktion. Void. Ich nenne sie mal Set Relais. Klammer auf, Klammer zu. Geschwungene Klammer auf. Enter. Dann nehme ich jetzt den Block. Kann es auch gleich ausschneiden. Und füge das hier unten wieder ein. So, dann haben wir jetzt hier den LED-Blinker. Hier die Tasteauswertung und hier war ja der Relais-Kram vom eben und da rufen wir jetzt eben Set Relay auf. Kurz mal checken, ist das okay so? Ja, keine Fehler. So, jetzt haben wir das Relais auch ausgegliedert. Und jetzt können wir den ganzen Taster-Abfragekram und die Auswertung auch noch ausgliedern.
die Funktion nennen wir mal Button Read. So, dann nehme ich den Rest raus, und zwar das hier, die Auswertung. Na, ne, ich mal ausschneiden. Das kommt da rein. Und hier oben die Zeile zum Auslesen des Buttons. Die kommt hier auch noch rein. Die mache ich hier oben drüber. Mir ist egal, wo jetzt der Button ausgelesen wird. Hauptsache, der wird ausgelesen, bevor das Relais geschaltet wird. So, der LED-Blinker, der ist ja unabhängig von allem. Der schaltet eben nur die Variable, der für die LED zum Blinken, die kann man setzen, wo man will. Die könnte ich jetzt auch zum Schluss setzen. Hinter Set-Relais wird ja einmal pro Durchgang sowieso abgearbeitet. Nur eben die Taster, die müssen jetzt vor Set-Relais kommen, weil eben erst muss der Taster ausgewertet werden. Dann wird das Relais geschaltet. So, wie hieß das Ding jetzt? Button Read. Und jetzt haben wir unseren Loop komplett entschlackt. Also läuft es jetzt so ab. Er trifft auf LED-Blinker, springt hier hin, führt das einmalig aus, springt zurück, trifft auf Button Read, springt hier hin. Ihr seht schon, die Reihenfolge ist völlig egal von den Funktionen. Führt das einmalig aus, also er liest den PIN und stellt entsprechend die Variablen, wie ich es letztes Mal schon durchgekaut habe. Springt wieder hoch, geht zu Set Relais, springt hier hin, führt das aus, ist am Ende angekommen und fängt wieder vorne an. So, das war jetzt natürlich, naja, ist sehr statisch, ist eigentlich quasi nur ein Umverteilen der Befehlszeilen, weil die Funktionen, die können einfach nur das, was drin steht, sind also überhaupt nicht dynamisch. Wir können den Funktionen aber auch Werte mitgeben, zum Beispiel den PIN, wo das Relais dranhängt, und den PIN, wo die LED dranhängt. Das machen wir in diesen Klammern, wo jetzt noch nichts drin steht. Und das müssen wir aber vorher hier auch definieren. Ich möchte jetzt, dass die Funktion zwei Werte auswertet, die sie mitbekommt. Das war einmal int. Int ist integer, ist eine Variable wie long, Ganzzahlen, also keine Kommastellen. Nur hat das einen Wertebereich von 0 bis 65.000 oder von minus 32.000 bis plus 32.000. Nagel mich nicht fest, reicht für unsere Zwecke locker. Das nennen wir jetzt mal Relay-Pin, int LED-Pin. So, die müssen jetzt übergeben werden an die Set-Relay-Funktion. Und die müssen wir natürlich jetzt hier auch noch einsetzen, wo jetzt hier die 12 und 11 fest sitzen. Da setzen wir jetzt die entsprechenden Variablen ein, die wir jetzt hier oben quasi angeben. So, 12 ist der Relay-Pin. 11 ist der LED-Pin und hier genauso. So, wenn wir jetzt starten würden, dann würde er sagen, er hat die Funktion nicht gefunden. Oder jetzt sagt er eben zu wenig Argumente, weil eben wir rufen die Funktion SetRelay auf, aber übergeben keine Variablen. Die erwartet er jetzt aber. Also müssen wir hier oben 12 für den PIN fürs Relais und 11 für die LED. Und schon funktioniert es wieder. Jetzt könnten wir das Relais auf 13, 14, 15 stecken. Wenn wir dann hier oben die Zahl ändern, dann funktioniert das. Das ist schon mal, das kann man schon mal einigermaßen Funktionen nennen. Wir können natürlich jetzt auch die automatische Abschaltzeit mit übergeben. Da gehen wir jetzt hier wieder rein und setzen noch eine dritte Variable dazu. Da machen wir es mal eine Long, weil Millisekunden, das kann schon über 65.000 oft mal passieren. Off after Millis, also aus nach Millis.
Das ersetzen wir hier, die 2000, mit der Variable, die wir jetzt hier oben übergeben werden. Und wir müssen jetzt natürlich auch das off-after-millis hier oben mit übergeben. So, jetzt können wir hier eine automatische Auszeit einstellen, so wie wir wollen. Man will jetzt da vielleicht auch nicht immer, dass das Relais sich automatisch ausschaltet. Warum auch immer. Und da können wir einfach mal durchspinnen, wenn wir also hier oben zum Beispiel eine 0 eintippen, dass er denn das Relais nicht automatisch ausschaltet. Und da gehen wir hier in der Funktion in die if-Abfrage und off after millis größer 0. Das heißt, alle Zahlen, die wir hier eintragen, die größer 0 sind, schaltet er das Relais nach Anzahl dieser eingetragenen Millisekunden ab. Sollten wir hier eine 0 eintragen, reagiert er nicht drauf und das Relais bleibt dauerhaft an, bis man es ausschaltet. Das können wir natürlich jetzt noch weiter spinnen. Ja, zum Beispiel Button Read ist ja auf Pin 2 fixiert. Ist ja auch Quatsch. Also ändern wir die Funktion hier auch ab. Int Button Pin. So, jetzt können wir der Funktion Button Read jetzt auch schon sagen, an welchem Pin er überhaupt zuhören soll. Und da ändern wir die feste 2 in Button Pin. Und schon wird immer auf dem Kanal oder auf dem Pin gelesen, der hier übergeben wird. Button Read 2 in diesem Fall. Wir können es aber noch weiter vereinfachen. Und zwar ist der Button Read ja fest mit dem Relais verbunden. Also wäre es ja Quatsch, wenn wir jetzt hier immer zwei Funktionen aufrufen, die sowieso zusammengehören. Also erweitern wir mal die SetRelay-Funktion und setzen da noch ein Button-Pin vor. Und als erstes in dieser Funktion rufen wir die Button-Read-Funktion auf. Button-Read, Button-Pin. Weil Button-Read wird vor SetRelay aufgerufen. Wenn wir das jetzt in SetRelay integrieren, machen wir als erstes den Button-Read, bevor SetRelay seinen eigenen Kram abarbeitet. Müssen wir hier noch eintragen, den Button-Pin 2 und wir können diese Zeile rauslöschen, weil sie hier aufgerufen wird. Es können also Funktionen in Funktionen aufgerufen werden. Auch schön einfach. So. Und so ist unser Loop jetzt so weit zusammengestampft worden. Funktionen interessieren uns nicht mehr. Die haben wir jetzt einmal programmiert. Die sind so okay. Erstmal natürlich. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu einer Sache, die die Übersichtlichkeit betrifft. Da habe ich hier ja schon mit angefangen. Ich habe Funktionen eingetippt. Diese Kommentare kann man überall einfügen. Und das würde ich euch auch raten, weil irgendwann blickt ihr durch euren eigenen Programmwust einfach nicht mehr durch. Sei es, ihr seid jetzt ein paar Tage raus und ja, man vergisst es einfach. So, und dann kann man, wo man will, für sich selber Informationen oder auch für andere Informationen schreiben. Hier zum Beispiel LED-Blinker. Ja, was kann man da schreiben? Setzt die Variable Blinker global in Klammern für LED. Für LEDs. So. Ein super Text, aber man schreibt eben, wie man sich den ganzen Kram am besten merken kann. Ja, dann laden wir das jetzt nochmal hoch. Ob es dann auch wirklich funktioniert. Also wir haben jetzt den Button am Pin 2, das Relais am Pin 12, die LED fürs Relais am Pin 11 und eine Auto-Auszeit von 2000 Millisekunden. Funktioniert. Jetzt mache ich ja nochmal auf 0 zurück, die Auto-Auszeit. Und das heißt, das Relais sollte jetzt dauerhaft an sein,
Ist es auch, bis ich es abschalte. Ja, das war's wieder für heute. Ich mach's jetzt einfach mal ein bisschen kürzer. Das letzte Video war echt verdammt lang. Ich lasse es lieber mal ein bisschen kürzer, dafür ein paar mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Auf Instagram findet ihr mich auch. Und ich sage mal tschüss, bis zum nächsten Mal.